dem Baum seine Wurzeln. Unsichtbar, versteckt, tief im Boden verankert. Sie sprießen in einer mysteriösen Welt. Die Wurzeln bilden die Grundlage fürs Wachsen und Gedeihen vom prächtigen Ganzen. Die vier Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde beeinflussen den Steg von allen Materialien grundlegend. Sie formen und verändern, manchmal urplötzlich und manchmal über Millionen von Jahren. Faszinierend, wie man so darüber nachdenkt. Das Verarbeiten von der unendlichen Vielfalt an Naturmaterialien bedeutet einerseits Freude, andererseits verpflichtet es zu einem sorgfältigen Umgang mit diesen kostbaren Ressourcen. Der Baumstamm, mächtig und stark, Stabilität und Substanz. Der Stamm von einem Baum kann jahrhundertealte Geschichten erzählen. Das Holz, der älteste Baustoff der Menschheit, doch sehr zeitgemäss. Die Naturmaterialien in der hauseigenen Schreinerei können zu verarbeiten, ist eine Herzensangelegenheit. Genauso eine nachhaltige Lehrlingsausbildung können anzubieten. Die Entstehung eines Möbelstock fängt mit dem ersten Schnitt ins rohe Brett an und endet mit dem Finish der samtigen Oberfläche. Möbel können hier ihren eigenen Namen üben. Ist doch schön, wenn der auserlesene Esstisch eine Persönlichkeit hat und man eine spannende Geschichte erzählen kann. Hier arbeiten aber auch Innenarchitekten, Innendekorationsnäherinnen, Polsterer und Monteur, die täglich ihren Teil als besonders wertvolle beitragen. Baumkrone, strahlend, majestätisch, feingliedrig. Zu oberst am Licht Blüten. Neues und Einzigartiges kann entstehen. Ein schöner Gedanke. Zum geistig Freisein braucht es Weitblick und Freiheit. Verrückte Ideen und Fantasien. Ein bisschen Träume, das da ruhig sehen. Die richtigen Materialien am richtigen Ort, die Raumeinteilungen auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt. Die Lichtstimmung passend ausgewählt. Ein wohliges Gefühl, wenn die eigenen Träume die durchdachte Kreativität und echte Fachleute in die Realität umgesetzt werden. Und da alles andere in einem Dach. Der Baum, Symbol für unser tägliches Arbeiten. Erlebbar. Hier, an diesem Ort.